Überführung nach Mannheim. Guten Morgen, Kollege. Bringen Sie bitte den Sonderzug als Leerfahrt nach Mannheim. In Karlsruhe müssen Sie bitte den FDL über Ihre Durchfahrt informieren. Und somit herzlich willkommen. Wir stehen kurz vor dem Hauptbahnhof in Karlsruhe und wir haben schon Platz genommen in dem BDNF 738 Steuerwagen Hasenkasten. Hier auch noch schön zu sehen mit den Gepäckfalttüren. Und wir werden den Hasenkasten bzw. diesen Endzug heute bis nach Mannheim fahren, pardon, denn in Mannheim findet eine Sonderfahrt statt und bevor dann die Sonderfahrt starten wird, dürfen sich die Gäste den Zug nochmal etwas genauer ansehen. Ja, man beachte, zweite Klassebereich, damals noch Rauchen erlaubt im Zug, beziehungsweise gestattet im Zug. Ja, und dieser Wagen hier, wie gesagt, ist der sogenannte Steuerabteilwagen und hört auf den Namen BDNF 738 und Höchstgeschwindigkeit 120 Stundenkilometer. Ja, die Mittelabteilwagen, beziehungsweise einer davon, ist hier der BN, auch hier noch schön mit dem alten DB-Logo. Und im Zugverband heute die eher altehrwürdige E41 in der grünen Farbgebung bzw. Lackierung. Um genauer zu sein, die E41 148. Hier auch noch schön zu sehen, gebaut von Siemens und Henschel. Henschel Werke AG Kassel 1960. Ja, und die E41 hat hier rote Scherenstromabnehmer auf dem Dach. Auch hier schön die ganzen Zuleitungen zu erkennen. Also eine sehr, sehr schöne Lokomotive und hat natürlich ein Thyristorschaltwerk. So, wir nehmen Platz und rüsten noch auf. Wir schalten als allererstes die PZB ein. Damals, glaube ich, ja noch in Dusi. So, dann noch die SIFA. Der Richtungswender wird in die Vorwärtsposition verlegt. Die Instrumentenbeleuchtung wird noch angeknipst und die Heizstäbe werden ausgeschalten. Wir lösen die Bremse komplett und wir schalten von der E41 auch gleich die Fahrmotorlüfter ein. Dann würde ich vorschlagen, wir starten auch gleich. Und werden jetzt erstmal durch den Hauptbahnhof von Karlsruhe fahren. Den schriftlichen Auftrag vom Fahrdienstleiter haben wir schon erhalten, dass wir eben dann das Signal passieren dürfen. Bis zum nächsten Hauptsperrsignal in Niedrigbauweise dürfen wir jetzt 20 Stundenkilometer schnell fahren. Und ja, wie man sehen kann, der Hasenkasten ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich finde ihn wirklich richtig schön und es ist halt noch wirklich Nostalgie, die wir hier erleben dürfen. Man sitzt halt ja von der Sitzposition her nicht schön mittig, wie wir das natürlich von den anderen Lokomotiven kennen, also der mit dem Blick mittig auf die Schiene gerichtet. Sondern man sitzt hier mehr etwas rechts, weil man hat hier links natürlich die Einstiegstüre. So, schauen wir mal, ob das Hauptsignal umspringt. Baureihe 111-139-9 in Kaltabstellung. Ja, das war der allererste Steuerwagen für den Nahverkehr, also der allererste N-Steuerwagen. Wir dürfen jetzt die Geschwindigkeit auf 40 km/h erhöhen. Wir haben hier jetzt auch keine
Anzeige vom Thyristorschaltwerk von der E41. Also dort muss man eben ein bisschen nach Gefühl fahren. Hier bei dem Hasenkasten finden wir hier unten also dann die Leuchtmelder vor. Hier mittig dann die Anzeige für die Heizspannung, die Fahrdrahtspannung 15 kV, also vom Stromabnehmer von der E41, und hier dann eben den Motorstrom. So, die Durchfahrt ist hier gestattet. Karlsruhe Hauptbahnhof, und hier dann an der rechten Konsole finden wir dann die Rundinstrumente für den Bremszylinder, für die Hauptluftleitung und den Hauptluftbehälter, und hier unten rechts ist dann unser Tacho. So, wir dürfen die Geschwindigkeit dann auf 50 erhöhen. HP2 am Hauptsignal, Ausfahrsignal, Karlsruhe Hauptbahnhof. Wir halten jetzt natürlich nirgends, denn wir führen ja eine Überführungsfahrt durch, beziehungsweise eine Leerfahrt zum Veranstaltungsort. Ja, auch schön noch, ne? Der erste Klassebereich noch mit diesem gelben Schriftzug versehen. Oder mit diesem, nicht Schriftzug, mit diesem gelben Streifen oben. So, VR1. Wir haben hier natürlich keine LZB-Ausrüstung. Das heißt, hier zählen die Signale und die PZB bzw. Indusi. Baureihe 189. Dann dürfen wir die Geschwindigkeit, ja, schon auf 120 km/h erhöhen. Gebaut wurde der Hasenkasten zwischen 1959 und 1980 und wie gesagt war der erste Steuerwagen für den Personennahverkehr, also sozusagen ein N-Wagen-Wendezug. So, 120 Stundenkilometer haben wir gleich erreicht. Jetzt geht es hier vorne dann etwas bergab. Das heißt, wir nehmen gleich mal die Leistung raus. Hier ein wunderschöner Blick, ne? Von unserem Hasenkasten rechts in die kleinen Schrebergärtchen, wo noch zwischen den Gleisen der Salat angepflanzt wird. Sehr nice. So, und dann können wir hier den Schwung für uns nutzen.
und dann auch gleich wieder ein bisschen Leistung mit hinzuschalten. So, wir gehen so auf 40 Kilonewton bzw. Motorstrom. Das reicht dann völlig aus. Der BDNF 738, auch wie gesagt Hasenkassen genannt, hatte damals noch Klotzbremsen, später dann auch Scheibenbremsen verbaut bekommen. Aber es ist schon, ne, auch gewöhnungsbedürftig, der Lokführer hier so vorne richtig, ja, eingefercht. Ja, und dann kamen natürlich die anderen Versionen des N-Steuerwagens dann, so nach und nach. Dann natürlich der Steuerwagen Bauart 740 mit dem Karlsruher Kopf und dem orangefarbenen Warnstreifen auf diesem ja silbernen Grund. Das war, glaube ich, so 1998. Und ja, dann kam natürlich auch noch der Karlsruher Kopf in Elfenbein-Ozeanblau. Dann der BDNF-Steuerwagen in mintgrüner Lackierung. Und dann auch schon die erste Rollbandanzeige oben, ne? Und dann kamen natürlich die verkehrsroten lichtgrauen Nahverkehrswagen, die wir ja alle zu Genüge kennen. Und dann auch der Steuerwagen in verkehrsrot lichtgrauer Lackierung, auch mit Gepäckabteil. Und die gleiche Version dann eben ohne Gepäckabteil. Ja, aber alles eben stammte aus dem Hasenkasten heraus sozusagen. Das war also so der allererste Steuerwagen für den Personennahverkehr. So ein klein bisschen Leistung können wir noch aufschalten. Aber ja, von der Höchstgeschwindigkeit sind wir da gut unterwegs. So, HP1. Wir befinden uns beim Streckenkilometer 48,6 und wie gesagt fahren Richtung Mannheim, wo dann die Veranstaltung bzw. die Sonderfahrt dann stattfinden wird. Ja, ist auch mal schön, mal komplett hier ohne Fahrgäste unterwegs zu sein. Ja, werfen wir mal einen Blick hinein in die Abteilwagen. Ja, auch noch klassisch aufgeteilt, ne, wie wir es kennen. Auch noch von den verkehrsroten N-Wagen dann. Ja, wurde alles übernommen, natürlich. Und hier dann, schätze ich mal, der erste Klasse-Bereich. Auch hier schön abgenutzt, ne, die Polster. Und hier dann nochmal ein Blick in den Mittelgang, beziehungsweise in den Durchgangsbereich.
Sehr schön. Wir fahren gerade durch Friedrichsthal in Baden mit unserer wunderschönen E41. Ja, als Abteilwagen, wie gesagt, gab es einmal die reine zweite Klasse Wagen, dann zweite Klasse Wagen mit Großraum und durch Glaswände abgegrenzte Abteile erster Klasse in der Mitte. Dann gab es beziehungsweise zweite Klasse Wagen mit Abteilen erster Klasse in der Mitte, die damals, glaube ich, auch nicht umgebaut worden sind. Dann zweite Klasse Wagen mit fiktiven Abteilen, erster Klasse an einem Ende, also an der Schaltschrankseite. Die stammen aber, glaube ich, noch aus den Umbauzeiten. Dann zweite Klasse Wagen mit Mehrzweckabteil im kleinen Großraum an einem Wagenende. Und dann eben der Steuerwagen mit Gepäck, Mehrzweckabteil, davon teilweise mit Falttüre zum Gepäckraum, wie wir das Ganze hier haben, ne? So, wir müssen jetzt dann gleich die Geschwindigkeit reduzieren. Es geht nämlich runter auf 80 Stundenkilometer. Genau, hier wird das Ganze uns auch angekündigt durch den ZS3V. Und ab hier sind dann die 80 Stundenkilometer auch schon zu fahren. Denn wir wechseln hier einmal das Gleis. So, genau, und dürfen dann die Geschwindigkeit wieder auf 120 erhöhen. Also ich finde den Hasenkasten, den Steuerwagen, richtig nice und ja,
lässt sich auch ja richtig gut bedienen. Ja, die liebe Sifa. Wenn es jetzt da natürlich früher einen Unfall gegeben hat oder hätte, ist hier natürlich nicht viel mit der Knautschzone, ne? Die gibt es hier nicht. HP1 zu VR1. Und hier kommt uns die Baureihe 423 entgegen. Im S-Bahn-Dienst. Ja, aber hier darf ich eine wunderschöne und auch mal etwas ruhigere Überführungsfahrt bzw. Leerfahrt durchführen. Ja, das hat doch auch mal was. Und natürlich nicht zu vergessen die E41, das war damals auch so das, ja, Zugpferd. Die E41 hat natürlich noch das altbewährte Thyristor-Schaltwerk, auch hier immer wichtig, ne? Bei Lokomotiven mit Thyristor-Schaltwerk. Vor allem, wenn man die Leistung abschalten möchte und bremsen möchte, erstmal das Thyristor-Schaltwerk auf Null laufen lassen. Das Ganze erkennt man dann hier. Man hat jetzt keine indirekte Stufenanzeige des Thyristor-Schaltwerkes, pardon. Man sieht es aber hier an dem Kilonewton-Bereich. Sobald dieser dann auf Null ist, ist dann das Thyristor-Schaltwerk auch auf Null und dann erst mit dem Bremsvorgang beginnen. So, Baureihe 189. Ja, schön mit diesem kleinen Schiebetritt hier. Sicherung anheben. Ja, und dann kann man hier praktisch auch aussteigen. Beziehungsweise dann eben auch wieder beim Hochklappen dann nochmal einen Wagen oder eben eine zweite Garnitur ankuppeln. So, Streckenkilometer 30,0. Höchstgeschwindigkeit 120. Einiges los hier auf der Strecke. Und wir fahren natürlich nicht über die SFS, über die Schnellfahrstrecke, sondern über die ganz normale Strecke.
ein schöner Zug. Ist natürlich erstmal natürlich von der Front her etwas gewöhnungsbedürftig. Aber irgendwie auch wirklich schade, dass es den Hasenkasten BDNF 738 Steuerabteilwagen ja so heute leider nicht mehr gibt. Vielleicht vereinzelt noch, ne? Dass es irgendein Museum oder ja, irgendein privater Anbieter vielleicht da noch ein paar Sonderfahrten veranstalten wird oder das auch schon durchgeführt hat. Aber so ist es natürlich schon schade, dass das so nicht mehr anzutreffen ist. So, 23 Kilometer haben wir noch bis zu Mannheim Hauptbahnhof. So, jetzt müssten wir dann gleich, glaube ich, Hockenheim erreichen. Genau, Hockenheim. Oh, Güterzug mit SDG GNRS Taschenwagen. Ja, die N-Wagen waren lange Zeit das häufigste Fahrzeug im Nahverkehr der Deutschen Bundesbahn damals noch. Und ja, sie kamen von Beginn an im Nahverkehr zum Einsatz, bevorzugt natürlich in den großen Ballungsräumen. Aber auch sehr schön zu sehen, ne, wie genau man die Geschwindigkeit halten kann mit der E41. Wahnsinn, ne? Ich sag ja, so eine Lokomotive mit Thyristorschaltwerk ist wirklich reines Gefühlfahren. Und ja, das bekommt man einfach mit der Zeit heraus. Und ja, nicht mehr mit der heutigen Zeit zu vergleichen, wo du einfach nur, ja, einen Steuerknüppel hast und ja, einfach rauf und runter geht's, ne? Natürlich da schon auch mit Gefühl, das ist klar, aber ja, in dieser Art und Weise, wie wir das hier gerade sehen, ist das natürlich heute kaum vorstellbar mehr.
So, Geschwindigkeit muss reduziert werden auf 120. Betrifft uns nicht. So, und dann geht es wieder hoch auf 160 Stundenkilometer. Also wir können ganz normal die Leistung so aufgeschalten lassen. Schwetzingen. Ja, und damals hat es gereicht, mit 120 Stundenkilometern zu reisen. Ja, ist man genauso an sein Ziel oder an sein Ziel angekommen. Nur vielleicht ja eine Viertelstunde später oder was auch immer da 20 km/h bis 140 Stundenkilometer rausbringen am Ende. Ja, und dann natürlich die ersten Umbauten, ne, zum Karlsruher Zug. Ja, wurde im Jahr 1977 dann das Ausbesserungswerk Karlsruhe beauftragt, aus den N-Wagen dann den Karlsruher Zug zu entwickeln, um dann den Einsatz bei der S-Bahn Rhein-Ruhr zu testen. KS1.
dann sind wir auch schon gleich wieder in Mannheim. Das ging jetzt richtig schnell. Mannheim erreichen wir dann auf Bahnsteig 10. So, jetzt schauen wir mal, das Vorsignal hat uns da irgendwas angezeigt. Am ZS3V. Nö, alles klar. Geht ganz normal weiter mit 120 Stundenkilometer. So, wir lassen mal das Thyristor-Schaltwerk auf 0 laufen, denn wir müssen gleich die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer reduzieren. Oh, eine schöne Gleisbaustelle. Und dann werden uns die 50 Stundenkilometer schon angekündigt und VR2, das heißt, wir betätigen aber die Wachsamkeitstaste. Der gelbe Leuchtmelder leuchtet daueraktiv, der blaue blinkt. Da muss man sich auch immer so ein bisschen umstellen. Wir erreichen schon den Hauptbahnhof von Mannheim. Ganz leicht wieder Leistung aufschalten. Oh, schön, die Kreuzungsweichen. Auch die schönen Stoßgeräusche hier sind zu hören. Und erreichen jetzt Mannheim Hauptbahnhof auf Gleis 10. Ja, und dann bin ich auch mal gespannt auf die Sonderfahrt. So, alle Wagen sind im Bahnsteigsbereich. Wunderbar.
So, und ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen mit dem Hasenkasten und würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in eine der nächsten Folgen dann wiederhören würden. Bis dann, macht's gut. Euer Matthias AW. Servus.